Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute wieder zu einem extrem besonderen Video, finde ich, denn wir testen und schließen heute sowohl Bandiera 98 ab, als auch den Varan 99, den es ja neu gab als SBC. Wie genau ich die SBC gemacht habe von Varan, schneide ich euch jetzt nicht mit rein. Ich denke, relativ selbsterklärend halt mit SBC-Futter, was man so sehr hinterhergeworfen bekommt durch die ganzen Zimmer für Max Plus, durch die ganzen Futterpacks, die ihr natürlich auch abschließen könnt. Vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, was ist vielleicht das Beste? Also das höre ich hin und wieder nochmal. Am Ende des Tages kann es, glaube ich, jeder von euch am besten selber entscheiden. Wir haben auch ein paar von den 15x86 Plus aufgemacht. Also ich weiß, 80-90% von euch nehmen sowieso die ganzen SBC-Futterpacks, weil ihr ein, zwei Karten abschließen wollt. Also ich kann euch jetzt nicht raten, die zu machen und damit einen Icon-Pick zu machen oder einen 94 Plus Shapeshifter-Pick, sondern wirklich die nur mitzunehmen, wenn ihr zum Beispiel auch so einen Varan oder so einen weiß nicht, Griezmann oder einen Zomax Mod, der jetzt auch noch kam, machen wollt. Ein paar von den 15x86 Plus habe ich auch geöffnet, zeige ich euch gleich. Kurz gesagt, fand ich allerdings nicht so gut, weil, weiß ich nicht, man kriegt halt nur 15 Karten und das ist nicht so 100% perfekt. Ansonsten gab es noch einen Amavi, der ganz cool aussieht, einen Mandanda, den ich noch ins Tor stelle, zeige ich euch gleich nochmal, wie ich das mache, und Martins, der auch richtig geil ist, und einen Frankreich Fullies Cup. Also, guter Content, muss man sagen, wie gesagt, ein paar 15x86 Plus und Varan und Beneda habe ich schon abgeschlossen. Gleich gibt es natürlich auch noch mit denen ein bisschen Gameplay, ich habe nämlich extra schon ein bisschen mit dem gespielt, jetzt erstmal viel Spaß mit den Packs. Vielleicht auch nicht. Doch, wir kommen sogar rein. Gucken wir mal. Deutschland, Torwart. Ach du Heilige. Okay, aber solange ein guter Shapeshifter drin da ist, wäre ganz gut. Ich finde, die Packs sind echt bodenlos scheiße. Wieso sollte man dafür 10 Tokens ausgeben? Für so einen Quatsch. Das kriegst du in jedem 10x85 Plus hinterhergeworfen. Jetzt mal ganz ehrlich. Der wird jetzt wieder so ehrenlos reinlacken. Siehste? Immobile. Wie kann man so lacken? Einfach den besten BVB-Stürmer der letzten Jahre gezogen. Ist halt auch nicht gut, meiner Meinung nach. Du hast nix wirklich Spielball. Oder? Gomez, du hast nix Spielballs dabei. Das Pack ist scheiße, meiner Meinung nach. Sorry, dass ich das so sage, aber du ziehst halt logischerweise immer Tots. Also, es geht ja darum, dass du zumindest mal was Spielbares kriegst. Aber ich finde die echt schlecht. Guck, dass ich irgendwie geöffnet kriege. Lohnt sich Beneda? Ich nehme den mit. Okay. Letztes 86 Plus erstmal. Es gibt nochmal einen De Bruyne. Wieso haben manche eigentlich immer kein Bild? Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Check ich immer nicht. Das ist mal ein gutes Pack, meiner Meinung nach. So sollten die immer aussehen. Hazard zumindest nochmal drin, De Bruyne drin, 2,96er. Hazard ist auch echt eine gute Karte. Und das sind nur Special-Karten. Das ist ein Pack, das will ich sehen. Das ist geil. 1,88er. Und sonst ist der niedrigste ein 91er. Genauso stelle ich mir ein Pack vor, was 10 Tokens kostet. Das ist sehr gut. Hazard braucht nur noch 100k. Das stimmt, aber immerhin. Immerhin. Wunderbar. Da ist er. Mussten wir gar nicht so viel kaufen oder schmerzhaftes abgeben. 99er Rafa ist ja auch im Team. Also heute 98er Beneda und 99er Rafa. Heute war ein guter Tag. Heute war wirklich ein guter Tag. Die Werte sind echt krank. Muss man sagen. Das ist die erste 99er-Karte seit FIFA 19 von Dijk oder so. Da gab es einen Tots und ein Team of Deer. Sonst gab es auch noch keine weitere Abwehr-99er-Karte. Bin gespannt, wie der ist. Ich fand den Flashback schon immer sehr gut. Also, der muss liefern, der Rafa. Der muss liefern. Ja, okay, geil. Beneda ist fertig. 27 Tokens. Wissam. Guckt ihn euch an. 99, 99, 99. 5 Sterne, 5 Sterne. Ist es die beste Beneda-Karte aller Zeiten? In FIFA 20 war der so OP, ne? Also von den Werten her denke ich auf jeden Fall. Der hätte, glaube ich, auch mal einen 97er Tots. Aber 5-5 mit Schnurrbart. Könnte das die beste Karte im Spiel sein? Ich weiß es nicht. Könnte aber, finde ich, schon.
High-Low Workrate? Ich meine, guckt euch die Werte an. Der Mann kann alles, außer lang passen. Und so sieht dann das Team aus. Es sieht grandios aus. Formulieren wir es einfach mal so, das Team ist grandios. Okay, ich bin ehrlich, ich habe zwei ZDMs in der IV, das ist nicht perfekt. Aber ich habe ja zwei IVs im Mittelfeld stehen, mit Kim Pembe und mit Sergio Ramos. Und mit Marcelo auch noch ein Verteidiger im Sturm. Das heißt, ich weiß, es sieht ein bisschen wild aus. Ich habe extra Mbappé und Mondi, die beide im Mittelfeld spielen, auf Low Cam, weil ich, da habe ich das Gefühl, da macht es am wenigsten aus. Ja, ich will halt meine Verteidiger, meine Stürmer im besten Fall immer auf der vollen Chemie spielen. Ingame spiele ich jetzt aktuell in der 4-4-2 mit Marcelo Linksverteidiger, dem 97. Den habe ich nicht gezogen, ich will den ja noch immer ziehen, deswegen das ist nochmal wichtig. Den habe ich gekauft, der kostet mir noch nicht mehr viel. Kimpembe, Varane auf Fulcrum in Evo und Ramos als Rechtsverteidiger. Also die Viererkette ist brutal. Ich denke nicht, dass so ein Walker besser ist oder so ein Lacroix besser ist als ein Kimpembe. Wir wissen alle, wie OP Kimpembe ist. Und sehen wir auf Außen, da kann man natürlich nochmal auf einen 99er Pelé upgraden. Bale, Mondi, da kann man vielleicht nochmal so einen 98er Kanté reinknallen. Und im Sturm dann wahrscheinlich den mit besten Sturm mit Ben Yedder und Cristiano Ronaldo. Also überragendes Team. Ich kann auch 3-5-2 spielen dann mit Kimpembe, Varane und Ramos in der IV. Das ist das Geile an den Karten. Das kann halt jeder überall spielen. Ne? Du kannst Sergio Ramos gefühlt auch auf rechts außen spielen. Es ist völlig egal. Finde ich sehr geil. Deswegen, das Team gefällt mir richtig gut. Ist sogar ein 197er. Ihr wollt natürlich so ein bisschen wissen, wie spielt es sich denn in-game? Und ich habe deswegen schon ein paar WL-Games gemacht. Deswegen zeige ich euch heute in dem Video schon mal ein bisschen Gameplay. Morgen dann wahrscheinlich nur noch die Rewards. Je nachdem, wie die so sind. Vielleicht schicke ich die sonst euch auch erst in ein, zwei Tagen hier rum bei YouTube, weil es sind halt immer dieselben Rewards. Ne? Da können wir mal die Kirche im Dorf lassen. So ein Dreierpack, was wir da kriegen, sind wahrscheinlich gefühlt immer 15, 20k jeder Spieler. So ein 90, so ein, ich glaube, also ich habe ein paar Mal 96er Immobile gekauft, die letzten Tage, weil ich den immer brauchte, der kostet 20.000 Münzen. Also das ist nochmal wichtig für euch, ne? Das ist wirklich nicht so viel und überlegt euch das nochmal gut. So ein 98er Ben Yedder, kommen wir mal direkt auf den Mann zu sprechen, der kostet 27 Tokens, ist meiner Meinung nach wirklich mehr als fair, weil die 27 Tokens, es kommen jetzt noch 23 Stück. Natürlich müsst ihr da ein bisschen Squad Battle spielen, es kommen es kommen Sachen in den Shop, wo ihr 100.000 Münzen für ausgeben müsst für einen halt Token, aber es gibt auch viele, die sind als SBC oder online ganz fix zu erspielen. Das heißt, selbst wenn ihr gar keinen Bock habt auf Squad Battles und so und ihr holt euch jetzt einfach nochmal, also es kommen alleine noch 8, die ihr online relativ fix holen könnt. Es kommen bestimmt dann noch 3, 4, 5 für SBC. Da haben wir 12, 13 Stück, ungefähr die Hälfte. Also wenn ihr noch ein paar habt, ich kann euch das sehr raten, nehmt den Ben Yedder mit, weil SBC-Futter ist wirklich low und ihr kriegt wahrscheinlich mit den besten Stürmern im Spiel. Ihr seht das hier schon, der hat wirklich geile Laufwege, ist so schnell, ist so dribbelstark, kann schießen. Ich meine, was erwartet ihr von einem Ben Yedder? 5 Sterne mit einer 98. Ich werde mich jetzt hier nicht hinsetzen und euch was Neues erzählen können, ja. Ihr kennt die Werte, ich habe es euch nochmal gezeigt vorhin. Und genauso spielt er sich auch. Es waren halt jetzt nur ein paar Games, aber wie gesagt, nach der Welt bin ich nochmal ein bisschen schlauer. Aber am Ende des Tages, er wird schon gut sein. Da bin ich mir zu 100% sicher. Deswegen absolute Empfehlung. Und naja, macht wirklich nur Vorderpacks, wenn ihr euch auch wirklich, dem wirklich bewusst seid, dass ihr jetzt direkt diese SBC haben wollt. Es gibt gute SBCs mit Saint-Maximin, mit Griezmann. Ousmane Dembélé kommt ja wahrscheinlich noch mit Varane. Natürlich sage ich gleich auch noch ein, zwei Worte zu. Deswegen sage ich nicht, dass es dumm ist, die SBC-Packs zu nehmen, also wo ihr halt irgendwie so ein 25x4 Plus bekommt. Aber das ist das große Aber. Ihr bekommt halt jeden Tag dieses 10x85 Plus Pack, wo ihr auch SBC-Futter bekommt. Ihr könnt euch gute Karten erspielen, die ihr in SBCs reintun könnt. Ihr könnt diesen Franzosen-Cup spielen, wo ihr gut SBC-Futter bekommt. Ich will nur damit sagen, ihr könnt euch jeden einzelnen Spieler auch relativ schnell erspielen durch andere Wege. Habt es euch ja gerade erklärt, wie. Und an so einen Bayer kommt man sonst nicht dran. Deswegen bin ich davon nicht so ein Riesenfan. Ich zum Beispiel mache es jetzt so, ich mache beides. Ja? Ich habe jetzt erst den Ben Yedder genommen, habe mir halt davor so ein bisschen was aufgespart und kann jetzt immer noch genug SBC-Futter-Packs nehmen, weil dafür braucht man nicht so viele Tokens. Also deswegen kann ich euch das nur raten, gebt nicht alles direkt für die ganzen Vorderpacks aus. Es kommen bestimmt auch noch andere gute SBCs, mit Sicherheit sogar. Wir warten auch mal, wie gesagt, auf den 99er Ousmane, auch der könnte wahrscheinlich geil werden.
Deswegen überlegt euch das nochmal gut. Ich bin sehr happy und ich finde, der Ben Yedda lohnt sich oder sollte man nochmal eher mitnehmen als zum Beispiel 95er Kimpembe, den es ja vor ein paar Tagen gab. Vor ein paar Wochen. Also das finde ich lohnt sich nochmal deutlich mehr. Ihr habt ein bisschen Gameplay gesehen. Wie gesagt, Ben Yedda ordentlich Tore gemacht. Varane war auch stabil in der Abwehr. Es ist halt ein IV. Ich denke mit Chiellini, vielleicht Lacroix, vielleicht Marquinhos, Militao auf jeden Fall der beste IV. Walker, maybe noch, habe ich noch kaum gespielt. Am Ende des Tages, glaube ich, wird er der beste IV sein. Man sieht die Werte. Er ist, finde ich, im Antritt manchmal ein bisschen langsamer und ein bisschen unbeweglich könnte er sein. Aber das muss man mögen. Ich habe den Flashback schon geliebt und ich finde ihn so geil in den 1 gegen 1 Zweikämpfen. Klebt der Ball immer an seinem Fuß. Es gibt so ein paar IVs, so wie zum Beispiel Walker. Der ist beweglicher und schneller, aber durch den glitscht der Ball immer manchmal so ein bisschen durch. So, wenn er den Ball hat, hat er den irgendwie doch nicht und dann prallt er so ein bisschen ab. Varane hat gefühlt so ein Magnet am Fuß. Ja? Formulieren wir es mal so. Der hat wirklich, wenn er dran ist, hat er den Ball. Und das finde ich mega wichtig als IV, weil das sind immer die Tore, die mich am meisten aufregen. Und das hat mir zum Beispiel auch an Marquinhos Team of the Year immer so gefallen und auch Ruben Dias. Ich habe die drei sehr lange gespielt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Da hatte ich Varane immer so auf Low Cam stehen, damit ich meine ganzen Team of the Years spielen konnte. Jetzt habe ich den natürlich eine Weile nicht gespielt, aber ja, er wird schon stabil sein. Und vorher war Varane immer mein absoluter Lieblings-IV. Und da hatte der auch im Vergleich zu den ganzen Team of the Year-Karten auch schlechtere Werte in Balance und Beweglichkeit und so. Sei es drum, scheißegal. Das ist ein 99er Varane-Männer. Der wird schon gut sein, kann ich euch empfehlen. Und der Preis finde ich auch absolut fair. Deswegen, kurz gesagt, ich kann euch auf jeden Fall Ben Yedda empfehlen, ich kann euch Varane empfehlen, ich kann euch auch empfehlen, nichts davon zu machen und ihr habt Bock auf einen Ousmane Dembélé, der die nächsten Tage kommt oder auf einen Saint Maximin. Könnt ihr alles mitnehmen, es kommen so viele geile Karten. Am Ende des Tages habt einfach Spaß, meine Freunde, es ist August, schmeißt eure Coins zur Not zum Fenster raus, bald kommt eh wieder neues FIFA und genießt die letzten Tage und Wochen. Vielen Dank auf jeden Fall für das Video und für den ganzen Support, den ihr immer noch da lasst. Das ist echt richtig geil. Freut mich sehr. Und dann sehen wir uns natürlich morgen wieder zu einem weiteren Video. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.